drücke dann R2, um einen Splitter auf den zweiten Gegner zu werfen. Das ist natürlich geil. Da brauchen wir zwei Fähigkeitspunkte. Was haben wir hier? Stelle zwei Keulen anstatt eine im Waffenrad her. Gilt für alle Keulen aller Art. Die dafür benötigte Anzahl von Rohstoffen bleibt gleich. Mhm, also spart man sich dann auch ein bisschen. Stelle zwei Stachelbomben her anstatt eine. Stelle zwei Köder her anstatt einem Waffenrad. Das würde mich jetzt nicht so brennend interessieren, aber eher so... Obwohl, für die Ressourcen wäre es gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, das mit dem Takedown, das ist mal gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Drücke R3, um einen Takedown auf einen großen und mächtigen Anführer auszuführen. Was haben wir hier? Finde Tierfett, zwei Häute. Das mit der Minimap brauchen wir eh nicht, weil wir die Minimap nicht benutzen. Ich würde das gerne mit den Tieren nochmal markieren machen, weil das... Stelle zwei Pfeile anstatt einem her. Das klingt besser. Das nehme ich mal. Und dann machen wir noch vier Pfeile herstellen anstatt zwei. Und wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Da könnten wir zum Beispiel hier das Waffewechsel machen. Das mache ich auch mal. Und dann haben wir alle Fähigkeitspunkte erstmal vergeben. Und würde sagen, wir schauen dann mal weiter. Also, pass auf. Wir werden mal jede Mission annehmen bei ihm hier. Oder? Warte mal, oder? Ja, machen wir mal. Tachamama Fulaiwa Sumari Udam Hagwan U Mama Fuajabrashta U Udam Sazdarwa Malschnugwar Paschka. Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. So, dann schauen wir auf die Karte. Wir müssen jetzt da. War das hier? Erkunde die abgelegene Höhle? Ich glaube, das war das, ne? Okay, pass auf, dann machen wir mal eine Schnellreise hier hin. Da können wir sogar das Lager mitnehmen, was da auf dem Weg liegt, den Außenposten. Und können dort den Außenposten befreien. Dann haben wir auch das Gebiet so ein bisschen für uns. Und es kommen wieder neue Venja bei uns im Dorf. Weil wir brauchen ja, wir müssen die Bevölkerung ja auch... Alter, was ist das für eine Keule? Alter. Ist ja böse. So, wie sieht das aus mit, fehlende Zutaten? Siehst du, wir müssen Hartholz sammeln, müssen ein bisschen looten gehen auch zwischendurch jetzt, weil ich ja nicht so viele... Ich bin ein bisschen mit mir selbst am Überlegen. Ich weiß nicht, ob ihr das, jetzt gerade schon teilweise mitgekriegt habt, oder auch in den letzten Folgen, auch auf YouTube oder wie gesagt jetzt auch hier im Stream. Ich bin mit mir selbst gerade echt am Überlegen, ob ich überhaupt noch diese... Ressourcenlager hier benutze, weil im Prinzip macht mir das viel mehr Spaß, zwischendurch hier alles einzusammeln. Das macht mir viel mehr Spaß, als wie einfach nur so dämlich am Lager zu gehen. Ah ja, klick, 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 Menü, 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 Menü. Und ihr könnt das ja sehr gerne mal in den Chat schreiben, was ihr da davon haltet. Hier, ich finde das viel, viel geiler, hier einfach dieses Aufsammeln. Das macht so ein bisschen mehr dieses Survival-Feeling. Survival! Macht das viel mehr her. Weil da musst du nämlich sammeln und wenn du nichts hast, stehst du da. Ich bin nicht da. So, wo wollten wir denn hin? Wir wollten zur Mission, ne? Hab ich ihm... Alter, wie viele Yaks hier gerade rumlaufen? Das ist ja unfucking fassbar. So. Also wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal schreiben, weil ich meine, es macht schon erstens, also meiner Meinung nach, ich finde es so besser, eine bessere Spielart. Weil es macht das, wie gesagt, das sehr, sehr interessanter. Ein bisschen schwieriger sogar, weil du musst ja, wie gesagt, Ausschau halten nach Ressourcen und sammeln. Und kannst nicht einfach immer nur, brauchst nicht immer nur so dämlich einfach ins Menü gehen und deine Taschen auffüllen. Da hinten läuft jemand, das könnte auch einer von uns sein. Was? Hast du... Timmy ist gut. Ist gut, Timmy. Ja, Timmy, ist okay. Ist okay, Timmy. Ja, ist gut, ist fein. Können wir eigentlich andere Tiere noch... Nein. Können wir eigentlich andere Tiere noch zähmen? Nee, dann müssen wir noch, ne? Weitere Bestienmeisterfähigkeiten müssen wir freischalten. Okay. Ah, da unten können wir eigentlich noch... Alter Schwede, ein Säbelzahntiger. Oder? Nee. Okay. Doch, ein Blutfang-Säbelzahntiger. Du musst die Bestienmeisterjagd Blutfang-Säbelzahntiger abschließen, um diese Bestie zu zähmen.
Das klingt spannend. Südhorn. Oh, nehmen wir mal mit. Südhornholz. Nehmen wir schon einmal. Da läuft ein Venya, glaube ich. Was wäre wo? Das ist ein Venya, ne? Ja, genau. Der hat doch schon mehr Kleidung an als wie wir. Der kann auch im Winter schon überleben. Ach, ist wieder derselbe. Das ist wahrscheinlich der Bruder von dem anderen, den wir vorhin gesehen haben. Oder wie gesagt, in der letzten Folge oder so. So. Ich find's auch sehr geil. Ich weiß nicht, ob man das auch merkt, so am Spiel. Also mir ist es schon aufgefallen. Zwischendurch hast du immer so Passagen. Da hast du voll die Action in diesem Spiel. Volles Rohr, bist am Rumprügeln, am Rumknüppeln. Und dann hast du mal wieder so Passagen, so wie jetzt so, wo du rumläufst und genießt so die aus und denkst so, ach ja, schön. Bisschen sammeln, bisschen Ressourcen farmen. Ach ja, tschüss. Und das ist schon irgendwie ein richtig geiles. Ah, warte, halt, stopp. Südsteinstaub nehme ich mit. Und, das macht irgendwie. Ich weiß nicht, das macht so den Reiz an dem Spiel aus. Das ist schon. Hallo? Ach, kann ich gar nicht mitnehmen. Ich dachte, das wäre was zum Mitnehmen oder so. Das, ja. Wie hübsch das einfach hier ist. Ja. So. Das nehmen wir. Entschuldigung. Südstein nehmen wir natürlich auch mit. Was war? Achso, Streichung. Hallo Freunde. Na, alles klar euch? Wo ist der. Ah, der Wegpunkt ist da oben. Haben wir nicht gerettet, tut mir leid. Diese haben wir leider nicht gerettet. Leider. Die Keule, so gut und schön wie sie auch ist, ne, aber man braucht unheimlich lang, um zuzuschlagen. Toshi. Na. So. Da müssen wir. Wir müssen da hoch. Das heißt, wir müssen mal hier lang. Tralali, tralala, tralala, hopsasa. Tralala. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Äffchen! Nein, bleib stehen. Bleib stehen. Mann, verdammt. Fuck. Schnapp sie dir. Ich muss einen Affen mitnehmen. Affenfell. Haben wir noch nicht. Na, bleib stehen. Ist das ein Spinn? Ach, ich dachte, man kann die auch irgendwie einsammeln, aber anscheinend. Was ist das denn? Alter, brennen die erstmal hier den Busch an. Ich glaub's ja nicht. Ich dachte, man könnte die Schlange auch irgendwie mitnehmen. Ich war jetzt total fasziniert, dass eine Schlange auf einmal ist hier. Wie viele Gegner hier auf einmal wieder auftauchen. Die feiern schon wieder irgendwie so eine Demo hier. Was? Gut. Ich sehe überhaupt keinen. Ah, wie schön. Wie schön das hier ist. Uhara. Was? So, was spielen die da oben? Kegel? Ach, guck mal da. Ach, das. Achso, das Venya. Nee, hä? Bleib hier! Bleib hier! Bleib hier! Lass dich pieksen! Fertig. So. Ich habe da nur einen überdimensionalen Zahnstocher. Ich tue dir noch nichts. Verdammt. Lass dich einfach mal pieksen von dem. So.
Was? Ja, da. Alter, wie schlecht die Verbindung ist. Ey, das regt mich total auf, weil zwischendurch sind echt mal 20 Zuschauer und so da. Das ist echt der Hammer. Naja. Jetzt sind sogar 21. Ich werde verrückt. Ihr seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank. Es tut mir leid wegen der schlechten Twitch-Verbindung. Das liegt aber daran, weil es Twitch-Probleme gibt. Das liegt nicht an mir. Ich habe eine total gute Verbindung eigentlich. Komm, lass dich pieksen. Selber schuld. Leg dich nicht mit den Falschen an. So, nam. Ja, ist okay. Alter, Gimmick! Lass mich. Wie er sich doch kugelt, ne? Wie er sich kugelt. Guck ihn dir an, um das Feuer auszukriegen. Wie krass das ist. Bleib stehen! Alter! Jetzt wieder voll die Action hier. Eigentlich wollte ich gar nicht hier hin. Ich wollte oben zum Wegpunkt, aber jetzt... Jetzt hat mich das Fieber gepackt, hier zu jagen. Säbelzahntiger. Haben wir jetzt nämlich auch ein bisschen Haut von. Da werden wir wahrscheinlich auch was brauchen. Bestie werden wir erstmal heilen. Und werden uns oben den anderen Säbelzahntiger natürlich auch nochmal schnappen. Ach ja, halt den Rand, Mann. Guck mal hier. Zieh dir die Keule durchs Gesicht und hau dich aus dem Bild. So, ist der andere da. Jetzt haut er ab. Wie feige die manchmal sind. Weißt du, erst die große Fresse haben und jetzt abbauen oder was? So. Zeig dir mal, wer hier der Säbelzahntiger ist. So, sehr schön. Hast du fein gemacht, Timmy. Hast du fein gemacht. Timmy ist echt geil, muss ich sagen. Timmy ist echt ein, ja, voll die Schmusekatze. Ja. So, pass auf. Ach, guck mal, hier haben wir noch was zu sammeln. Ich sehe schon wieder, im Herstellungsmenü ist schon wieder irgendwas. Handwerksmenü. Ja, wir können unser Bogen upgraden. Wie geil. Dreifacher Schaden, Genauigkeit 6, 5 Feuerrate und schnellere Feuerrate. Machen wir natürlich. Sauber. Wir haben den Bogen vollständig verbessert. Wie cool ist das denn bitte? Feier ich definitiv. So. Da ist noch ein bisschen Nord... Nee, Südstein. Nicht Nordstein, sondern Südstein. Ist ja der Unterschied, ne, zwischen Westen, Süden und Osten. Und da oben sehe ich schon wieder Gegner. Ja! Bleib doch stehen, lass ihn pieksen. Hallo, ich hab einen Zahnstocher hier, guck mal. Geht ja relativ zügig, muss ich sagen. Und Bestien Kill bringt ja auch ein bisschen was. Nee. So. Dann gehen wir mal jetzt zur Mission. Mein Gott, wie wir wieder abgelenkt worden sind. Weil wir eigentlich zur Mission wollten. So, dann gucken wir mal. Also, hier sollten wir hin. Hilft die Urik dabei, zu fliehen? Winja. Urki San Patra. San Patra. San Pupau San Patra. Tapu Buddha Kuala. Urki Sakui. Urki Sakui Ha Patra Daha. Ta Urki Patash.
Urki Sekwi Hepatradaha to Urki Patash. To Urki Patash. Hallo, der Gamer Paul, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live, schon zum Live-Let's Play. So, fliege wie ein Vogel. Okay, jage und häute Tiere für Urki. Egal welche Tiere, oder ist es... Ach, da hinten, okay, wir müssen da hinten hin, also ist doch nicht egal. Dann gehen wir mal hier runter und schauen wir mal. So, nach unten, jawohl, yuppie, yuppie, yuppie. So. Auf geht's. Wie gesagt, nicht böse sein wegen für die Leute auf Twitch. Also wie gesagt, für dich auf YouTube ist es ja eh uninteressant. Du bist ja davon nicht betroffen, aber die auf Twitch... Es liegt nicht an mir, die Verbindung. Es liegt an Twitch, dass die Verbindung so scheiße ist. Die könnten mir gefährlich werden. Wer schießen? Wer, Alter? Ah, wo kommen die denn her? Alter, sag mal, ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Jetzt haut doch mal ab hier. Verdammt nochmal. Unfassbar. Ich bin doch hier auf der Jagd. Mit Harrison Ford. So. Was wollte ich? Ich wollte genau jagen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wir brauchen einen Schneevogel, eine Schildkröte, einen Rabe und einen Beißfisch. Da ist... Na. Alter. Müssen wir doch angeln. Ich habe, glaube ich, den Vogel habe ich, glaube ich, getroffen, aber den Fisch... Ich hätte nicht gedacht, dass wir doch... Dass wir, Aha, Rabe haben wir schon mal. Aua, was? Alter, was ist denn hier los? Wo kommen die auf einmal alle her? Mann, hau ab hier. Geh doch einfach mal sterben. Einfach mal sterben gehen. Sollten uns mal vielleicht mal ein bisschen heilen. Ein bisschen Fleisch knuspern. Knusper, knusper, Kläuschen. Wer knuspert an mein Häuschen? Knusper, knusper, Kläuschen. Lalalalalala. Haben wir den Fisch jetzt gerade getroffen oder nicht? Oder? Ja, haben wir. Sehr schön. Jawohl, wir haben Beißfischkopf. Sauber. Jetzt brauchen wir noch eine Schildkröte und einen Schneevogel. Und wir werden schon wieder... Das gibt's doch nicht. Sag mal, ist da irgendwo ein Nest? Alter, das gibt's doch nicht. Guck mal hier. Das ist doch nicht wahr. Da haben die da irgendwo einen Spawnpunkt oder so hingesetzt? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo finden wir denn jetzt hier die Schild... Guck mal, da ist noch... Ich nehme das im Tab hier einfach mal mit, wenn er schon hier rumliegt. Da ist ein Vogel. Vielleicht ist er ja das ja, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist nämlich wieder ein Rabe, den wir eigentlich schon haben. Ja, ist Rabe. Ist ein Rabe. Wo kriegen wir jetzt die Schildkröte her und wo kriegen wir den Schneevogel her? Schildkröte ist immer so... Oh, da hinten, okay. Schildkröte ist immer so, na, will ich eigentlich gar nicht, aber muss ich machen. Was ist denn? Warte mal. Hier lief doch gerade irgendwas. Was ist das? Ein Schneevogel. Ach, wie praktisch. Sah aus wie eine Taube. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Schildkröte. Ja, ja, hier sieht man zwei Schildkröten auf der Nahrungssuche. Schön, wie sie sich so verstecken in ihren Panzern. Schön ist das anzusehen. Sie werden sich bald eine Behausung suchen und sich dann paaren. Aber weiter geht's. Ja.
Es tut mir... Huch! Da ploppt er erstmal aus dem Bild. Ja, jetzt müssen wir erstmal zurück die Zutaten bringen.